Natürlich. Hier hast du ihn. Er sieht aus wie ein alter Mann. Oh ja, noch ist er etwas zerknittert. Sieh dir diese winzigen Finger an. Wow. Er ist ein perfekter, kleiner Miniaturmensch. Wann werde ich mit ihm Ball spielen können? Oh, da musst du dich noch ein paar Jährchen gedulden. Er wird sehr glücklich sein, dass er einen großen Bruder hat. Wen rufst du an? Craig. Craig Hunt? Ja, ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber er war nicht zu Hause. Jetzt müsste er da sein. Ich kann es kaum erwarten, ihm zu erzählen, dass Channing auf der Welt ist. Mom, solltest du nicht jemand anderen anrufen? Was? Channings Vater sollte wissen, dass er geboren ist. Du solltest CC anrufen. Dankeschön. Wofür dankst du mir? Ich bedanke mich bei dir für das wunderbarste Weihnachtsfest, was ich seit Jahren hatte. Du hast das Gleiche für mich getan. Dad, hast du kurz Zeit? Sicher, natürlich. Ich lasse euch allein. Ich mache mich auf den Weg in die Garage und suche mir eine Metallsäge. Vielleicht kann ich ja damit Ginas Fruchtkuchen aufschneiden. Viel Glück. Was kann ich für dich tun? Ich habe vorhin den Piloten auf die Funktionsstörung angesprochen. Ich möchte nicht, dass das nochmal vorkommt. Ich wurde misstrauisch, weil er mich so schnell abfertigen wollte. Ich habe nachgedacht und nicht locker gelassen. Und? Und er hat zugegeben, dass mit dem Hubschrauber alles in Ordnung war. Du hast dafür gesorgt, dass Katharina und ich in dieser Hütte festsaßen, richtig? Ja, richtig. Du machst mich wahnsinnig. Ich werde versuchen, es dir zu erklären. Nein, lass es sein. Ich will dir etwas sagen. Solange ich denken kann, bist du ein Meister darin gewesen. Du hast ständig Menschen manipuliert, ohne dass sie überhaupt bemerkt haben, dass du es tust. Das ist eine wunderschöne Jacke. Ja, das finde ich auch. Ich würde zu gern wissen, von wem du sie hast. Die ist doch toll, ne? Trägt sich bestimmt angenehm. Wow, wer ist denn diese wunderschöne Frau in dieser schönen Jacke? Ach, Katharina, du, ich hätte dich fast nicht erkannt. Oh, du lügst. Er nimmt dich auf den Arm. Können wir jetzt essen gehen? Es wäre schön, wenn du dich noch etwas gedulden könntest. Ich muss sehr viel Papierkram erledigen, wie Craigs Verhaftung. Kein Problem. Ich bleib hier und warte. Okay, das finde ich sehr nett. Es wird doch nicht lange dauern. Hörst du so lange auf sie auf, dass sie keine Gesetze bricht? Es sieht ganz so aus, als hattet ihr ein schönes Weihnachtsfest. Ja, es war schön. Es war sogar wunderschön. Es war fantastisch. Jemand namens Matt von der Santa Barbara-Rundschau hat angerufen. Ich soll dir ausrichten, dass er nicht weiß, wo Warren ist. Es klang so, als wäre es dir sehr wichtig, ihn zu erreichen. Mason, können wir bitte sachlich... Entschuldige, es war ein dummer Kommentar. Mach der Gewohnheit. Ich bin nicht mehr eifersüchtig auf ihn. Ich weiß sehr gut, was du mit Mach der Gewohnheit meinst. Ich habe angerufen, obwohl ich genau weiß, wo Warren ist. Angela Raymond hilft ihm zu vergessen, dass es mich gibt. Das ist doch großartig. Ich finde das ganz wunderbar. Es wäre auch für mich das einzig Richtige, wenn ich vergessen würde, dass Warren überhaupt existiert. Thank you.
ob es irgendetwas zwischen uns gibt, was nicht schiefgelaufen ist. Dazu fällt mir nichts ein. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich mich freue, dass Warren unschuldig ist? Ja. Hassen ist richtig schwere Arbeit. Ich bin völlig fertig. Und wie geht es jetzt weiter? Hallo, bitte entschuldigt, wenn ich euch störe. Ich wollte bald nach Hause gehen und wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, könnten wir vielleicht zusammen gehen. Nach Hause? Ja, zum Essen. Kelly, willst du mich jetzt einladen oder gehst du davon aus, dass ich schon eingeladen bin? Aber du wirst doch wohl Bescheid wissen. Naja, Daddy sagte, es sei ein Familienessen. Kelly, wenn Daddy von einem Familienessen redet, muss das nicht unbedingt heißen, dass ich mit eingeladen bin. Ich weiß nicht, ob ich eingeladen bin. Vermutlich eher nicht. Aber das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Inzwischen habe ich ein dickes Fell. Es macht mir nichts aus. Ja. Dürfte ich vielleicht erfahren, was das sollte? Du hast mir gefehlt. Eden ist verschwunden. Und da ich nicht wusste, wie lange du bleiben würdest... Ach, du wolltest, dass ich hier bleibe? War das dein Ziel, ja? Wieso hast du Katharina nicht gleich gebeten, mit mir ins Bett zu gehen? Du gehst entschieden zu weit. Ach ja? Welche Absicht steckte denn dann dahinter? Ja, du wolltest, dass wir gute Freunde werden. Du wolltest zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Na klar, ich verliebe mich in Katharina und sie verliebt sich in mich und Dash wird kurzerhand abgeschoben. Du passt tausendmal besser zu ihr als er. Sie ist eine tolle Frau. Ja, das ist sie. Doch ganz zufällig liebt sie Dash. Verstehst du, sie liebt diesen Mann. Hast du denn keine Ahnung, was das bedeutet? Was für ein Mann wäre ich, wenn ich das nicht respektieren würde? Vermutlich ein Mann wie dein Vater. Ja. Ich habe erwartet, dass du in meinem Leben herummanipulieren würdest. Ja, ich wusste, dass das passiert. Aber lass Katharina in Ruhe. Weißt du denn nicht, was sie mir bedeutet? Ich liebe sie wie eine... Wie eine Tochter. Ja. Ich weiß. Und du bedeutest ihr auch sehr viel. Ihre Großeltern, sie haben ihr Leben für dich riskiert und das weiß sie. Sie hat einen Helden erwartet, ist dir das klar? Zumindest einen ehrlichen, einfühlsamen, dankbaren Mann. Ich werde mich entschuldigen. Wieso? Weil ich dich dazu aufgefordert habe? Bildest du dir ein, dass Katharina das nicht durchschauen würde? Dann sag mir bitte, was ich tun soll. Ich weiß es nicht, Dad. Das wirst du wohl allein rausfinden müssen. Tut mir leid, ich muss gehen. Ich habe noch eine Menge in der Redaktion zu erledigen. Okay. Hier ist ein Anruf für Sie, Miss Weicker. Oh, danke. Hallo? Katharina? Hier ist Sissi. Hallo. Hallo, hör zu. Heute Abend ist ein Familienessen hier und ich würde mich freuen, wenn du auch kommst. Danke, aber es tut mir sehr leid. Warte einen Moment. Die Einladung gilt auch für Dash. Sissi, wirklich? Ja. Du musst dich nicht verpflichtet fühlen, aber denk darüber nach. Sprich es mit Dash. Sag mir Bescheid. Ja, das mache ich. Also dann, bis bald. Wer hat dich angerufen? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Hallo. Ich hatte Angst, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Dash, du wirst es nicht glauben. Ich habe in einem richtig schönen Verkehrsstau gesteckt. Irgendwann war ich frustriert, stellte das Auto ab und bin hierher gerannt. Ja, dieser Tisch ist doch viel freundlicher. Meine Uhr geht jetzt auch vor. Ganz ruhig, was ist denn mit dir los? Ich habe eine Überraschung vorbereitet für die schönste Frau in ganz Santa Barbara. Nichts für ungut, Susanne. Schon verstanden. Dash, ich hatte gerade... Das ist sie. Was? Der Anruf ist für dich. Oh, den Anruf hatte ich schon längst, gerade vor einigen Minuten. Was? Das kann nicht sein. Komm, jetzt geh ran. Hallo? Oh, Mama? Papa? Wie geht's euch? Ja. Sehr schön. Ich hatte sehr schöne Weihnachten. Brandon, ich werde Sissi nicht anrufen.
Und ich will auch in Zukunft nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ist Channings Vater. Erinnere mich nicht daran. Und ich will auch nicht, dass du vor Channing seinen Namen erwähnst. Mann, das ist doch verrückt. Die ganze Zeit lang hast du nur über CC geredet. Du hast alles Mögliche angestellt, nur damit du wieder ins Haus einziehen durftest. Ins Gartenhaus, Brandon. Ich war CC nicht gut genug. Ich durfte nicht in seinem Haus wohnen. Da haben andere Vorrecht. Wie meinst du das? Ach, vergiss es. Du kennst ihn doch auch. Seine Interessen liegen woanders. Er interessiert sich weder für mich noch für das Baby. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich habe es Channing und auch mir selbst so fest versprochen. Liebling, es tut mir leid, dass Mami so wütend auf Daddy geworden ist und schlechte Worte gesagt hat. Es wird nicht wieder vorkommen, ehrlich nicht. Babys sind sehr sensibel, auch wenn sie es noch nicht ausdrücken können. Hallo alle miteinander. Hallo Leine. Ich muss doch sehen, wie es ihm geht. Na, du Kleiner. Er ist niedlich, nicht? Sie können ihn auf den Arm nehmen. Ich halte Ihre Zeitung. Hä? Was? Hey, hey, Channing Capwell der Dritte. Wissen Sie, Gina, das ist wirklich ein bedeutungsschwangerer Name, den er da tragen muss. Das ist das einzige Erbe, das dieses Baby tragen wird. Glauben Sie mir, ich werde CC nicht in seine Nähe kommen lassen. Mom! Nein, ich habe eine endgültige Entscheidung getroffen. Ein weiterer Schicksalsschlag für CC. Immerhin hatte sie tief erschüttert, was mit Craig passiert ist. Wollen Sie Channing nicht mal auf den Arm nehmen? Wieso? Was ist mit Craig? Sehen Sie sich diese kleinen Finger an, Mr. Lockridge. Sie sind winzig und schrumpelig. Nein, nein, ich will wissen, was mit Craig passiert ist. Gina, Craig wurde verhaftet wegen der Schüsse auf Mason und Amado. Oh nein. Nein! Hallo. Hallo. Komm doch rein. Wo bist du gewesen? Ich wollte dich nämlich zum Weihnachtsessen einladen. Das wäre schön gewesen. Aber ich habe Heiligabend mit meiner Mama und Brandon verbracht. Seid ihr weggefahren oder was habt ihr gemacht? So könnte man es nennen. Pat? Sissi, ich muss mit dir reden. Was ist passiert? Jetzt reg dich bitte nicht auf. Was? Das Baby? Ist was mit dem Baby passiert? Nein, es ist nichts passiert mit ihm. Es ist geboren worden. Du hast noch einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Haben Sie schon gebeten? Wie hast du es geschafft, den Anruf durchzukriegen? Durch Entschlossenheit. Wie hast du das angestellt? Ich habe es die ganzen Weihnachtsfeiertage versucht. Es war unmöglich. Ich weiß, ich bin zur Telefongesellschaft gegangen. Was? Ich war da und habe mit dem Leiter gesprochen. Ich habe ihm gesagt, meine Freundin muss mit ihrer Familie telefonieren. Als er das Foto von dir sah, war alles klar. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk, das du mir machen konntest. Danke, schön, dass du dich freust. Du wolltest mir etwas erzählen, was ich angeblich nicht glauben würde. Oh, ja. Sissi hat angerufen. Und hat uns zum Essen eingeladen. Was heißt uns? Du meinst dich und mich? Du hast recht, das glaube ich nicht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Hallo. Ja, danke. Gleichfalls, Chris. Danke. Chris, hast du Craig gesehen? Seit er sitzt nicht. Wirst du vielleicht in nächster Zeit mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, Cassie. Was sollte ich ihm sagen? Er darf Besuch bekommen. Ja, ich weiß, aber er will nicht, dass ich ihn besuche. Wieso willst du ihn überhaupt sehen? Er ist mein Freund. Wir sind zusammen aufgewachsen. Es wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn man ihm den Hauch einer Chance gegeben hätte, als er es noch klein war. Es gibt viele Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Und sie entwickeln sich trotzdem nicht zu Mördern. Ich verteidige wirklich nicht, was er getan hat, Mason. Aber er ist ein Freund, ein richtig guter Freund von mir. Und über lange Zeit war er der Einzige, den ich hatte. Ich kann das doch nicht einfach vergessen, so als würde er gar nicht mehr existieren. Ich kann verstehen, dass du ihn sehen möchtest, Cassie. Immerhin hast du eine schwere Zeit hinter dir. Gib dir das für jemanden auf, den es interessiert. Ich weiß ganz genau, was du von mir hältst. Würdet ihr mich entschuldigen? Ja. Das war nicht schlecht, ey.
Hey, das ist ihr Problem, du. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Herzlichen Glückwunsch, Dad. Du sagst, mein Sohn ist gesund? Er ist gesund und munter und total süß. Wie geht's deiner Mom? Oh, sie hat es gut überstanden. Und du hättest Brandon mit dem Baby sehen müssen. Gestern hat er ihn den ganzen Tag angestarrt und ihm versprochen, dass er ihm Basketball beibringt. Einen Moment, warte mal. Sagtest du gestern? Ja. Ja, was kam mein Sohn gestern zur Welt? Nein, Sissy, er kam schon vorletzte Nacht zur Welt. Und du hältst es erst jetzt für nötig, mir das mitzuteilen? Sissy, bitte versteh das doch. Ich meine... Lilly, ich will wissen, in welchem Krankenhaus sie ist. Naja, sie ist nicht direkt in einem Krankenhaus. Ist sie vielleicht im Gartenhaus oder was? Sie ist in der Klinik an der Mission Road, in Dr. Bocktails Klinik. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein, ich kenne sie nicht. Wer ist diese Dr. Bocktail? Mission Road? Ich habe mal einen Hund in eine Klinik an der Mission Road gebracht. Der Name des Tierarztes war Dr. Bocktail. Ein Veterinär? Heißt das, dass mein Sohn von einem Tierarzt entbunden wurde? Na, jetzt war das hat aber nicht lange gedauert. Das war nicht so wild. Hey, schicke Jacke. Du musst am Verhungern sein. Ich bin es jedenfalls. Tja, und was gibt es heute wohl zu essen? Gänsebraten. Hey, Susanne hat für das Weihnachtsfest einen tollen Gänsebraten gemacht. Er wog so ungefähr 79 Pfund. Oh, hör auf, er übertreibt. Er war so groß, dass wir zwei Fußballmannschaften samt Schiedsrichter satt bekommen hätten. Also gut, ich habe vielleicht ein Bestimmt schaffen wir heute noch ein großes Stück davon. Dann gibt es Gänsesalat, Gänsesuppe und kleine Gänsestückchen werden nächste Woche durch die Küche kriechen. Übrigens, eine schöne Jacke hast du an. Alles klar. Ich habe im Krankenhaus angerufen, nichts Besonderes. Das heißt, ich habe den Rest der Nacht frei. Sollen wir dann Cicis Einladung annehmen? Ich weiß nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Cici hat alles Mögliche getan, um uns zu trennen. Und jetzt lädt er uns in sein Haus ein? Selbst wenn er nicht wusste, was Craig vorhatte, glaube ich nicht, dass es allein Craigs Idee war, uns so ungeheuerlich zu schikanieren. Cici war außer sich, als er herausgefunden hat, was Craig getan hat. Und wenn es nur vorgespielt war? Aber nein, das ist unmöglich. Er würde mir niemals etwas vorlügen. Ich möchte keinen Streit. Ich auch nicht. Dash, du hast eine zweite Chance erhalten und Cici verdient sie auch. Oh, wie schön. Champagner. Willst du? Nein, danke. Aber ich. Was hast du heute gemacht? Oh, nichts weiter. Es lagen noch einige Berichte für das Ölfeld an. Oh ja? Ich möchte sie lesen. Kelly, ich muss dir etwas sagen, worüber du dich sicher nicht freuen wirst. Ich werde über kurz oder lang die Stadt verlassen. Nein. Nein, das geht nicht. Kelly, dass ich nicht lange bleibe, war von Anfang an klar. Ich weiß, aber ich dachte, du änderst deine Meinung. Ted. Ted braucht dich gerade jetzt. Er hat seinen engsten Mitarbeiter verloren und er und Mason verstehen sich nicht. Was soll das? Ich kann mein Leben doch nicht nur von Dad bestimmen lassen. Abgesehen davon leistest du genauso gute Arbeit wie Craig. Ach, Dad hat mir bereits, bevor das mit Craig passiert ist, viel mehr Verpflichtungen übertragen. Du darfst nicht zulassen, dass er dich völlig aussaugt, Kelly. Was? Ich weiß, es geht mich nichts an. Ich sollte mich da nicht einmischen. Es ist dein Leben. Aber... Wenn du dich wirklich auf die Capwell-Firma einlässt, dann sage ich dir, wird dein Leben davon ausgefüllt sein. 24 Ted. Stunden am Tag, verstehst du? Nein, fang jetzt nicht mit Ted an. Denk an Mom und Dad, als er für nichts anderes Zeit als für seine Firma hatte. Ted. Du hörst mir nicht mal zu. Da ist wohl ein erheblicher Unterschied, Ted. Zurzeit gibt es nichts Besonderes in meinem Leben. Nichts und niemanden. Für mich bedeutet meine Arbeit im Moment Leben. Jedenfalls zurzeit. Craig war so nett zu mir, als ich schwanger war. Ihm habe ich es zu verdanken, dass sie mich ins Gartenhaus ziehen ließ. Ich dachte, ihm liegt etwas an mir. Das ist ja auch sicher so gewesen, Mom. Nein, sicher nicht. Ich fürchte, er hat mich nur benutzt. Gina, es ist besser, wenn Sie jetzt die Wahrheit erfahren. Ich war naiv. Ich musste doch ahnen, dass mit ihm etwas nicht stimmen kann, wenn er mich mag. Gina. Man muss sich doch nur meine Ex-Freunde ansehen.
Die Polizei würde sich sehr viel Arbeit sparen, wenn sie einfach jeden, der mich einmal angesehen hat, einsperren würde. Bitte hör auf, Mom. Ach, ist doch wahr. Ich ziehe nur die Schlechtesten der Schlechten an. Sieh dir CC an, den Obergangster. Ach, wenn er ein paar gute Seiten hat. Gina, wo bist du? Der hat mir gerade noch gefehlt. Er hat mich mit Craig bekannt gemacht. Einen Moment, CC. Einen Moment, bitte. Bitte geht mit Channing in einen anderen Raum und wartet, bis CC weggegangen ist, ja? Er ist hier, um Channing zu sehen. Das weiß ich. Und du tust jetzt, was ich sage. Mom, du kannst ihm doch... Nein, ich will jetzt kein Streitgespräch, Brandon. Los, nimm das Baby. Ganz vorsichtig die Hand unter den Kopf legen. Ja, so ist es gut. Auf geht's, mein Kleiner. Jetzt gehen wir nach nebenan. So. Also gut, Sisi, du kannst reinkommen. Ich bin ja schon hier. Wo bist du denn? Ich bin hier. Wo ist das Baby? Es liegt nebenan und schläft. Ich hoffe, es geht ihm gut. Dem Baby geht es gut, Sisi. Es sieht so aus, als hättest du die Entbindung gut überstanden. Und das interessiert dich. Halt, wo bist du hin? Ich werde mir meinen Sohn ansehen. Nein, das wirst du nicht. Vergiss es. Ich lasse dich nicht in die Nähe des Babys. Was zum Teufel ist in dich gefallen? Hör auf zu fluchen. Das tust du viel zu viel. Du hast mich während unserer gesamten Ehe verflucht. Natürlich habe ich das. Es war eine fürchterliche Zeit. Daran hat sich nichts geändert, Sisi. Ich habe alles versucht, aber du konntest mich nicht mal ansehen. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, ständig dieses angewiderte Gesicht vor sich zu haben? Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Nein! Du bist nicht besorgt um mich. Du bist nicht besorgt um mich und du bist auch nicht besorgt um das Baby. Deshalb wohnst du auch im Gartenhaus und ich bezahle die Rechnungen, ja? Du meinst, Geld ist alles auf der Welt. Oh nein, typisch Capwell. Vergiss nicht, ich habe einen lukrativen Job und die meisten Rechnungen selbst bezahlt. Du kannst es gern überprüfen. Gina, ich weiß nicht, auf welchem Planeten du dich gerade befindest, aber du hast in den letzten 6 Monaten versucht, dich in mein Leben einzuschmeicheln. Und jetzt versuchst du, mich loszuwerden. Ich tue, was ich will. Ist das klar? Wir sind nicht verheiratet. Wir haben keine Bindung. Wir haben gar nichts. Ich bin der Vater des Babys, das durch deine infantile Aktion gezeugt wurde. Ich wusste, dass du das sagst. Das wirst du mir noch ewig vorhalten. Gina, solltest du mir verbieten, mein Kind zu sehen? Dann werde ich dich vor Gericht bringen, das schwöre ich. Das Gericht ist stets auf Seiten der Mutter. Du bist zwar der Erzeuger, aber du wirst nie sein Vater sein. Wo warst du denn, als das Kind geboren wurde? Unter irgendeiner Decke mit irgendeiner Angestellten? Jeder Richter, der von deinen schmutzigen Verhältnissen hört, würde dich nicht mal in die Nähe des Kindes lassen. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde selbst vor Gericht gehen und ich werde offiziell erklären, dass Lionel Lockridge der Vater meines Babys ist. Lionel? Lächerlich, was hat denn der damit zu tun? Er war hier, er hat meine Hand gehalten, als das Baby geboren wurde. Du hast Lionel angerufen und nicht mich? Du hast es erfasst. Mom, ich glaube, Channing braucht dich. Ich danke dir. Du hast Lionel... Verschwinde und wehe, du kommst in die Nähe meines Babys. Was ist denn nun mit ihr los, Brandon? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze, alle Frauen verhalten sich eigenartig kurz nach der Entbindung. Sie hat völlig den Verstand verloren. Sie ist nicht nur eigenartig. Ich habe ihr gesagt, sie soll dich anrufen. Tut mir leid, mein Junge. Bitte entschuldige. Ich werde noch mal mit ihr reden. Ich bin sicher, sie wird sich bald wieder einkriegen. Ich hoffe, du hast recht. Brandon, du solltest deiner Mutter helfen. Ja. Ich hätte mir denken können, dass Sie hierin verwickelt sind. Sie sind sehr tief gesunken, Sisi Kepler. Der selbstgerechte, scheinheilige, große Mann, der all seine Macht und sein Geld aufgeboten hat, um meinen Sohn zu quälen, war nicht mal bei der Geburt seines eigenen Kindes anwesend. Ihr Sohn interessiert mich einen Dreck und ich war nicht bei der Geburt meines Kindes, weil ich nichts davon gewusst habe. Sisi Kepler, wenn Gerechtigkeit herrschen würde, säßen Sie jetzt wegen Ihrer Schweinereien im Gefängnis. Dass Craig ein Verbrecher ist, wusste ich nicht. Nein, natürlich nicht. Nur alle anderen in Santa Barbara wussten, dass er ein Verbrecher ist. Sie haben sicher darauf gebaut, dass ihnen Craigs kriminelle Kontakte Nutzen bringen könnten.
Nur war ein kleiner Haken an der Sache, dass ihr eigener Sohn bei dieser Aktion fast getötet worden wäre. Ich höre mir das nicht länger an. Und richten Sie Gina aus. Ich will meinen Sohn sehen. Lassen Sie ihn lieber in Ruhe. Sie haben doch schon Ihre anderen Kinder ruiniert. Wieso nun auch noch ihn? Geben Sie ihm eine Chance. Das Essen ist in 10 Minuten fertig. Gut. Hast du ein Problem? Nicht wirklich. Ich habe alles zusammengebaut, ohne auf die Anleitung zu sehen. Und jetzt soll ich dieses Teil hier in diesen Schlitz schieben. Aber es funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Lass mich mal versuchen. Aber gern, bitte. Entzückend. Jedes Mal, wenn ich meine technischen Talente unter Beweis stellen will, passiert so etwas. Eden hat das ständig mit mir gemacht. Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen. Doch, es war dumm von mir, das zu sagen. Nein. Eden wird immer ein Teil dieses Hauses sein und auch immer ein Teil von dir. Es wäre dumm von mir, das zu leugnen. Aber inzwischen haben wir eine Beziehung. Gut, sie ist durch Eden entstanden, aber ich hoffe, sie wird noch lange Zeit dauern. Da kannst du sicher sein. Lionel? Hallo, hast du Warren gesehen? Nein, nein, seit gestern nicht. Was ist mit deinem Finger? Oh, das ist eine kleine Bisswunde. Wer hat ihn gebissen? Eine deutsche Dogge. Ich wollte einem Freund einen Gefallen ja. tun. Dein Verlobter arbeitet ja recht lange. Ich nehme an, nachdem der Prozess jetzt überstanden ist, wird er doch noch dein Verlobter sein, oder? Na, wenn du dich da mal nicht täuschst. Hallo. Hallo. Kommt rein. Danke. Wie geht's, Ted? Gut. Und Ihnen? Danke, auch gut. Dein Vater hat angerufen und uns zum Essen eingeladen. Oh, das freut mich. Rosa hat bestimmt etwas Besonderes gekocht. Verlasst euch drauf. Sie hat mich gerade aus der Küche geworfen, als ich kosten wollte. Hey, schön, euch zu sehen. Hallo. Wie geht's? Wollen wir nicht reingehen? Danke, gut. Und ja, kommt rein. Und setzen? Wo ist Cici? Er ist, ich weiß nicht, er ist irgendwo hingegangen. Er wird sicher jeden Moment zurück sein. Ich bin sehr froh, dass ihr die Einladung angenommen habt. Danke. Tja, Ted, Katharina hat mir schon viel über ihre Inspektionsarbeiten auf den Ölfeldern erzählt. Sie arbeiten dort sehr umweltbewusst. Das versuche ich jedenfalls. Wir können die Ölförderung nicht stoppen, ehe wir alternative Energiequellen gefunden haben, aber wir bemühen uns schonend vorzugehen. Die Einladung hat mich überrascht. Das glaube ich gern. Wirklich. Katharina, ich freue mich, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Dash, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich bin gleich wieder da, mein Kleiner. Ich glaube, hier sollten noch Schafe und Ochsen sein. Ich gehe schon. Nein, ich gehe schon. Es sind wahrscheinlich die drei Waisen. Ach so, aber pass auf, dass sie dich nicht mit Weihrauch überschütten. Was wollt ihr? Wir kommen und bringen Geschenke.
Wir sind weit gereist. Über Felder und Moore und Berge. Das habe ich verstanden, aber was bringt ihr? Ich bringe deinem Kind die Gabe der Unbarmherzigkeit. Das würdest du als Geschenk bezeichnen? Wenn er in seines Vaters Fußstapfen tritt, wird er vermögend sein. Ich überbringe die Gabe glasklaren Verstandes. Dieses Kind wird sich aus jeder heiklen Situation herauslügen können. Moment mal, wartet einen Moment. Was ist mit dem Weihrauch und der Myrrhe und was ist mit dem Gold? Oh, das ist doch altmodisch, Gina. Unsere Geschenke sind entscheidend für das Überleben eines modernen Mannes. Nein, mein Sohn braucht so etwas nicht. Er wird freundlich, ehrlich und vertrauenswürdig. Der Kleine hat keine Chance. Ja. So wird er nicht lange überleben. Da irrt ihr euch. Und Gina hat recht. Das allerletzte, was dieses Kind braucht, sind die Gaben der Capwells. Also verschwindet. Kapiert? Habt ihr nicht verstanden, was ich gesagt habe? Ich sagte, verschwindet! Danke. Kein Problem. Wie hast du das gemacht? Das ist dein Traum. Ich mache alles, was du willst. Wirklich alles? Ja, alles. 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 Ich werde dich immer lieben und beschützen. Und ich werde nicht zulassen, dass Sisi mit seinen verdrehten Vorstellungen dich beeinflussen wird. Hallo, na, kleiner Mann. Ich werde dich immer lieben und beschützen. Und ich werde nicht zulassen, dass Sisi mit seinen verdrehten Vorstellungen dich beeinflussen wird. Soll ich daraus schließen, dass du und Mason nicht mehr vorhabt zu heiraten? Ja, richtig. Ich will nicht. Meinungsverschiedenheiten? Es wurden eine ganze Reihe von hässlichen, unschönen Dingen gesagt während des Prozessverlaufs. Und jetzt? Es gibt keinen Grund dafür, die Entwicklung aufzuhalten. Vielleicht solltest du es überschlafen, Cassie. Das lässt sich sicher. Lionel, nun hat sich ja doch noch alles gut für Warren entwickelt. Ja, ich bin froh, dass seine Unschuld bewiesen ist. Es ärgert mich nur, dass es keine Strafe für die Leute gibt, die dafür verantwortlich sind, dass er das durchmachen musste. Ach komm schon, vergiss nicht die guten Seiten. Durch den Prozess hatte Warren eine kostenlose Publicity für seine kränkelnde Zeitung. Seine Auflage hat sich verzehnfacht. Wirklich? Was ist mit Cassandra? Was soll mit ihr sein? Sie liebt Warren immer noch. Tut sie das? Du müsstest es doch inzwischen eingesehen haben. Ist dir nicht klar, dass sie dich nicht liebt? Naja, sie denkt nach wie vor, er wäre ihr Neffe. Dir scheint völlig egal zu sein, wen du quälst. Lionel, du kennst die Wahrheit. Dass sie nicht verwandt sind. Warum erzählst du Cassandra nicht, dass Warren nicht dein Sohn ist? Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich schätze noch 63 Mal und der Gänsebraten gehört der Vergangenheit an. Vielleicht sollte ich mir einen Hund anschaffen. Oder mehrere, am besten deutsche Doggen. Also, womit habe ich das denn verdient, hä? Mistelzweig. Mistelzweig? Ich sehe keinen Mistel. Oh, warte mal. Da ist er.
Ich muss jetzt den Abwasch machen, leider. Nein, das machst du nicht. Du hast gekocht und ich werde abwaschen. Ich habe eine andere Idee. Wir machen Chips Spielzeug fertig und dann machen wir beide den Abwasch. Ja, einverstanden? Okay, okay, okay. Du hast aus diesem Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes gemacht. Es waren auch für mich besonders schöne Weihnachten. Ja, wirklich. Mhm. Und es ist doch sehr schön, dass mein Vater und Rosa und die Kinder hier waren. Es ist wie eine neue Tradition. Es war perfekt. Ja. Ich habe über Silvester nachgedacht. Ja. Hast du was vor? Da muss ich erst meine Sekretärin fragen. Wenn du frei hast, dann könnten wir gemeinsam die Silvesternacht verbringen. Das klingt toll. Was hast du vor? Das wirst du dann schon sehen. Na, wenn das eine offizielle Einladung ist, ich nehme an. Es ist eine offizielle Einladung. Und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Die Musik ist schön, nicht wahr? Ach, na ja, es geht so. Ja, es ist für dich. Will ich auch ein Glas? Danke. Danke. Nach dem, was sie mir erzählen, könnte es durchaus sein, dass Gina an einer postnatalen Depression leidet. Danke. Danke. Durch die Geburt des Babys? Es ist ein sehr kompliziertes Phänomen und bei jeder Frau verläuft es etwas anders. Ich kann selbstverständlich keine Ferndiagnose aufstellen, aber wenn Gina darunter leidet, sollte sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Es könnte sie sehr schwächen und es könnte gefährlich werden. Ist es gefährlich für das Baby, sich in der Klinik eines Tierarztes aufzuhalten? Tja, es wäre sicher vernünftiger, wenn es von einem Humanmediziner in einem normalen Krankenhaus betreut wird. Ja. Gina ist nur zurzeit etwas aufbrausend. Ich werde dafür sorgen, dass sie Vernunft annimmt. Das habe ich jedenfalls vor. Entschuldigt bitte. Dad, hattest du ganz kurz Zeit? Natürlich. Entschuldigt mich. Du hältst dich ganz tapfer. Ja, das finde ich auch. Es läuft eigentlich ganz gut. Erstaunlich, nicht? Es ist fast wie ein Weihnachtsgeschenk. Was gibt es denn? Ich wollte dir danken, dass du Dash eingeladen hast. Ich weiß, wie schwer es dir gefallen ist. Eigentlich nicht. Ich weiß, dass du recht hast. Ich bin ein schlechter Kuppler. Hast du es endlich eingesehen? Was hältst du davon, wenn wir ein paar Dinge klären? Das ist eine gute Idee. Ich habe nachgedacht. Was würdest du davon halten, wenn wir die Hochzeit auf Mitte Januar verlegen? Vorausgesetzt, es ist dir egal, ob es eine feierliche Zeremonie werden soll oder nicht. Wäre das genügend Zeit, Warren zu vergessen? Meiner Meinung nach sollten wir die ganze Hochzeit überdenken. Tu doch nicht so, als ginge es hier lediglich um meine ungeklärten Gefühle für Warren. Es geht dir immer noch um ein und die gleiche. Julia, ich habe gesehen, wie du sie angesehen hast im Gerichtssaal. Niemanden trifft eine Schuld. Niemanden. Aber ich glaube, es dürfte in beiderseitigem Interesse sein, wenn wir diese Hochzeitspläne ad acta legen. Für immer. Liebe und Intrige, Lust und Leidenschaft. Menschen und ihr Schicksal im California-Clan. RTL, einfach unwiderstehlich.